Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Non-Farm Payrolls Live Trading. Wieder ist ein Monat vorbei, so schnell geht das, aber umso mehr freue ich mich, dass wir endlich das Webinar wieder hier zusammen mit Dirk Hilger haben und dass ja wieder so viele hier teilnehmen und live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, denn so viel Zeit ist jetzt auch nicht mehr. Und ja, wie immer gilt oder dient dieses Webinar nur zu Schulungsinformationszwecken, unabhängig vom Inhalt. Auch das wie immer, wenn der Dirk vielleicht mal den einen oder anderen Trade macht, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, das ist ganz wichtig. Perfekt. Dann, wir sind heute sehr gespannt. Ich hatte schon hier im Vorfeld, im Vorgespräch gesagt, dass ich guter Dinge bin, dass wir heute viel Bewegung sehen. Aber schauen wir mal. Dirk, du hast die Bühne. Viel Erfolg, viel Spaß. Ja, du bleibst da, ne? Falls wir hier einen technischen Ausstieg irgendwie machen müssen oder so, man weiß es ja nicht. Ich Nee, bin weil kann, immer da. ja, weil der Lutz meint ja auch gerade, Bildschirm 2 weiß ich ja sogar schon, ja, aber ich habe hier alles komplett neu, also komplett neue Monitore, komplett neuen Computer, von daher war es jetzt einfach nur lustig, dass es hier Bildschirm 2 wieder ist, weil das hat mit dem alten Setup halt hier nichts mehr zu tun. Aber ich habe vorbereitet, so gut es geht, und ich hoffe, dass wir dann hier auch sauber durchkommen. So, dann sage ich an der Stelle hallo und herzlich willkommen zum NFP Live Trading, was es denn auch hoffentlich werden wird, wie der Nelson ja auch schon gerade gesagt hat. Irgendwie, es könnte schon sein, dass wir hier ein bisschen Bewegung kriegen, die ein bisschen ärger ausfällt als sonst. Die Frage ist dann halt immer nur, in welche Richtung. Und das gucken wir uns einfach dann gleich mal zusammen an. Und was der Nelson auch gesagt hat, ich kann es immer nur wiederholen, mega wichtig, nicht einfach nachhandeln, ne? Auch wenn das irgendwie meistens funktioniert, aber trotzdem muss man eigene Entscheidungen treffen. Man hat es ja am Dienstag im Live-Trading ja auch wieder gesehen. Da war ich leider zu früh Short im DAX und der ist dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ob der nach dem Webinar da noch knapp aufgegangen ist oder nicht, aber auf jeden Fall ist er danach ja irgendwie runtergesackt und da waren wir beim Webinar nicht mehr dabei. Das ist natürlich dann immer ein bisschen schwierig, ja. Und ich versuche natürlich hier oder werde wahrscheinlich versuchen, irgendwie nur ein Skype zu machen, also ganze Strecke oder sowas. Das ist, glaube ich, irgendwie relativ unrealistisch, dass das gelingt. Und deswegen halt trotzdem, ne, weil ich kann auch schon mal sehr schnell sein im Auf- und Zumachen. Und es kommt eben hinzu, dass halt hier ich nicht weiß, ob die Technik wirklich so mitspielt, wie ich das halt gerne hätte. So, gucken wir uns dann irgendwie gleich mal den Markt an. Jetzt habe ich hier glatt den falschen Bildschirm, beziehungsweise nur bei mir intern, aber ich schalte mal rüber und dann gucken wir uns das Ganze mal an. So, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid alle motiviert bis in die Haarspitzen, wie immer. Es ist echt klasse besucht, freut mich natürlich mega. Und ihr dürft natürlich auch gerne mal irgendwie einen Kommentar hier reinschreiben. Ich lese auch immer mit, wenn ich auch nicht alles dann im Einzelnen beantworten kann, aber halt ich versuche zumindest irgendwie alles halt hier mitzulesen. Also mein Bildschirm ist da mit den Kommentaren. Nicht wundern, wenn ich darüber gucke, da stehen die Kommentare und hier ist der Chart. So, dann gucken wir mal auf den Chart. Fangen wir mal mit dem Dow mal auf der rechten Seite an. Um den wird es jetzt wahrscheinlich auch gehen. Ist nicht sicher, weil der DAX läuft eigentlich auch recht nice momentan und der lässt sich ziemlich gut handeln. Das Witzige ist natürlich, ich habe ja irgendwie gestern keinen Block gemacht, sondern nur vorgestern. Und ich habe gestern mal kurz einen Break machen müssen, weil ich hier privat so ein bisschen zu viel um die Ohren hatte, irgendwie gerade. Man möge es mir verzeihen. Das Schöne ist aber, dass ich ja gar nichts machen musste, weil das ist die Route, die ich eingezeichnet habe vor 2 oder 3 Tagen. Ich weiß es schon gar nicht. Hier steht es. Am Dienstagabend, wo ich den Blog geschrieben habe, also schon ein bisschen länger her. Da habe ich diese Route eingezeichnet, habe dazu geschrieben, denkbare Route. So, dann gucken wir uns jetzt den Dow mal an. Also das ist hier der Daily. Dann sieht das schon recht ordentlich aus. Und ich habe ja auch einen Blog geschrieben, wäre natürlich wünschenswert, wenn wir halt einen Rücklauf kriegen bis an die 33.033, das hat er nicht ganz gemacht, sondern irgendwie nur bis an die 33 etwa müsste das gewesen sein und dann aber ansonsten die Fahrt hier erstmal aufgenommen. Dann habe ich auch noch gesagt, irgendwie so die 110, im Weekly sieht man die besser, jetzt hier im Daily nicht unbedingt. Aber jetzt hoffe ich nur, ich habe mein Zeichentool am Start. Moment, mal gucken, ob das auch funktioniert. Das habe ich noch gar nicht getestet. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt den Knopf drücke, dann stürzt hier alles ab. Aber wir können es ja mal versuchen. Und der Nelson ist ja da. Der kann es ja im Zweifelsfalle dann auffangen.
Ah, siehst du, da war schon was, ne? Nee, also, okay, das funktioniert nicht. Ist aber nicht schlimm, da mache ich halt hier mit der Maus, wedel ich dann so ein bisschen rum. Und zwar die 32.110. So, wenn die bricht, habe ich gesagt, dann ist nach unten ganz schön viel Luft. Ich zeige das mal kurz im Weekly, wie das aussieht. Dort habe ich das nämlich auch im Live-Chart eingezeichnet. Dort sieht das Ganze nämlich so aus. Das ist für mich hier so das kritische Level halt einfach. Und der Markt sieht es, glaube ich, auch ganz genauso. Und weil da sind wir heute mal kurz irgendwie drunter gedippt. Und würde man der Richtung jetzt folgen, dann könnte, und mal angenommen, ja, das hier hält, weil es halt eben aus mehreren Aspekten heraus war das halt einfach für mich so das entscheidende Ding, weil es ist halt hier unter dieser Zone in dieser Aufwärtsbewegung hier drin. Wir hatten auch hier schon mehrfach Kontakte mit dem Level. Ich muss gestehen, ich kriege es jetzt gerade nicht ganz zusammen, warum ich das exakt die 110er gemacht habe, weil ich natürlich abends auch ein bisschen mehr Ruhe habe, wenn ich da sitze und mir natürlich auch schon mal richtig viel Zeit nehme, um den Markt zu analysieren. Aber also ich muss mich jetzt auch selber mit der Tatsache mal kurz begnügen, dass das halt hier scheinbar der Markt vom Markt auch so gesehen wird, dass es halt hier kritisch ist. Und wir hier darunter einfach dann auch wirklich das Tor aufmachen bis dahin. Ich meine, die Strecke hier ist halt relativ klar für meine Begriffe, weil dazwischen aus dem Weekly betrachtet einfach auch nichts mehr ist. Ja, das heißt also, warum sollte jetzt hier irgendwo mittendrin bremsen? Und deswegen ist es natürlich halt auch so ein bisschen gefährlich, wenn der hier anfängt, Gas zu geben, dann stehen wir nämlich ganz schnell dann eben auch, wo ist es hier, 29.800, 2000 Punkte tiefer. Ne? Das kann also schon ziemlich rappeln. Und deswegen glaube ich halt auch eigentlich eher, dass das hier jetzt mal so ein bisschen hält noch und dass wir jetzt ja nicht irgendwie direkt den Crash heute auslösen. Aber zum Crash habe ich halt auch was gesagt, auch wenn ich am Dienstag noch ganz anderer Meinung war. Aber am Dienstagabend hat sich das Ganze für mich schon ein bisschen anders dargestellt, als man gesehen hat, dass im DAU hat einfach in der Stunde, in allen Timeframes, das sah einfach nicht nach Algos aus. Also Algos ist ja immer so, es hat jemand was programmiert, was dann halt eben sehr, sehr kontrolliert gekauft oder verkauft wird. Ne? Also dieser typische Squeeze. Und das war überhaupt nicht zu erkennen, sondern das war halt wirklich manuelle Verkäufe und oder halt einfach nur zeitlich gesteuerte Verkäufe, wo man gesehen hat, ey, so der Markt, da kommt einfach nichts mehr. Ne? Und das war ja dann halt diese Bewegung hier. Und da kommt einfach gar nichts mehr nach oben. Und ich hätte auch gedacht, dass der halt hier bei der 33.030 dann halt nach oben wegdreht, ja, und dann halt irgendwie hier die Tageskerze hier in dem Bereich nochmal auf grün dreht. Hat er aber einfach nicht gemacht. Also es kam ein kleiner Squeeze, den hatte ich sogar noch als Trade gepostet in der Gruppe. Der ist irgendwie auf Anhieb 160 Punkte nach oben gesprintet, aber auch in 2 Minuten. Und ist dann natürlich einfach nachher wieder einfach abverkauft worden. Das war also einfach ein klassischer schneller Squeeze. So, das heißt, wir haben hier einfach wirklich Druck drauf gehabt, ja, oder schon so ein bisschen Anfangspanik. Das hat man gesehen. Und deswegen ist auch gar nicht weiter verwunderlich, dass das hier nach einem kleinen Rücklauf jetzt da auch durchgefallen ist, ja. Und ich bin ja immer nicht so ein Freund davon, irgendwie so Crash-Szenarien irgendwie auszumalen. Aber wir haben hier wirklich das so ein bisschen gefährlichen Markt, der halt auch den Halt verlieren dürfte, wenn er halt eben durch diese letzten Lows, die wir jetzt auch heute dran gemacht haben, dann auch wirklich durchfällt. Also jetzt nicht irgendwie im Minutenchart oder so. Gemeint ist damit natürlich irgendwie mindestens Stunde oder eher halt Daily Close. Also wenn wir im Daily Close heute hier drunter stehen, dann haben wir nächste Woche wahrscheinlich ein Problem. Das würde ich mal so ganz lauthals formulieren. Und da sollte man ein bisschen aufpassen. Aber das geht ja auch nicht irgendwie darum, so dass man sagt, ja, pass auf, dass irgendwie nichts verlierst. Nein, es geht ja auch um Chancen, weil ich habe natürlich auch gesagt, wenn das kommt, ja, und dann nachher, wenn der irgendwie 2000 Punkte gefallen ist, hatte ich auch, glaube ich, dann zugeschrieben, dann steht es auch in der Bild-Zeitung. Aber dann ist es zu spät, weil dann fängt er auch wieder an zu steigen und zu korrigieren. Und sondern unser Job ist ja halt immer so, ein bisschen eher reinzukommen und das Ganze ein bisschen eher zu sehen. So, wenn ich mir jetzt die letzten 2 Tage hier angucke, dann war das, glaube ich, schon recht gut, da mal darauf hinzuweisen, weil wer hier oben natürlich jetzt dann short gegangen ist, der ist jetzt halt 1000 Punkte einfach oder knapp 1000 Punkte, ja gut, 800. 800 Punkte vorne und muss sich erstmal keine Sorgen mehr machen, ne? Also für eine längere Strecke. Deswegen ausgeschlossen ist das nicht. Und das ist aber eher natürlich ist so die übergeordnete Betrachtung, die ist short, das ist gar keine Frage. Aber wir können auch noch einen ziemlich ordentlichen Rücklauf kriegen. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie kommen die NFPs an der Stelle denn da jetzt rein? Ich gehe mal hier auf die Stunde, da sieht man ja zumindest mal so ein bisschen mehr.
Da passiert gerade irgendwie nicht so wahnsinnig viel, ne? Hat sich halt hier sauber runtergedrückt, heute Morgen auch wieder und versucht jetzt hier irgendwie über den SMA20 drüber zu kommen, der von oben fallend daherkommt. Das heißt, würde bedeuten, wenn wir einen Ausbruch nach oben kriegen, wird er wahrscheinlich relativ schnell wieder zurückkommen. Und genauso gut ist es möglich, dass wir jetzt hier direkt mal eine Runde nach unten drücken und natürlich auch, dass wir die Lows nochmal erreichen. Das ist echt so ein bisschen tricky. Also man kann das vielleicht tatsächlich mit einer Stop-Order sogar in zwei Richtungen versuchen, aber ich wäre da halt wirklich so ein bisschen skeptisch, vorsichtig, ne? Also, weil das kann tatsächlich erstmal im Fehlausbruch enden. Also, ich weiß, viele vertreten ja die Devise, die erste Bewegung ist die falsche. Wir haben aber schon oft genug gesehen, ich glaube, wir haben das hier schon, weiß ich nicht, 60, 70 Mal gemacht, die NFPs. Und das muss halt nicht immer so sein, ne? Das ist also keine generelle Geschichte. Nur hier wäre es natürlich jetzt denkbar, ja, dass wir halt erstmal nach unten drücken und dann halt nach oben laufen oder eben kurz nach oben zucken. Und dann ist die Frage, bis wohin, ja, weil da wäre ja halt hier wirklich, wenn der jetzt irgendwie nach oben Gas geben sollte, dann haben wir irgendwie nicht viel außer das hier. Ja, also hier so diese letzten Lows da oben an der Stelle, das wäre dann 32.600. Das ist ein Stück, ne? Ich meine, möglich ist alles. Das muss natürlich auch jetzt nicht während den NFPs kommen, sondern es kann ja auch während einer Kasseröffnung kommen, weil oft ist es ja eben auch so, dass in den NFPs der Markt so ein bisschen vorbereitet wird, in Anführungszeichen, auf die Kasse und die dann halt nachher den Rest macht, ne? So, den DAX, wie gesagt, lasse ich jetzt mal kurz erstmal außen vor. Ich gucke jetzt erstmal, was der Dow macht, weil der ist natürlich jetzt hier als allererstes betroffen. So. Heute werden die Zeit, ja. Also, mir ist ja natürlich immer auch, oh, danke für die Blumen aus Düsseldorf vom Norbert. 5 Jahre jünger sehe ich aus. Ja, Make-up macht es möglich, Leute. Nein, aber danke. Ich kann ja auch mal ab und zu mal die Zeit finden, zum Friseur zu gehen. Wie oft habe ich hier schon mit der Mütze gesessen, weil ich es einfach vercheckt habe, das Aber mal schon lange irgendwie kein Hemd einzuplanen. mehr. Bitte was? Schon lange kein Hemd mehr. Ja, ach, das ist so. Das wirft immer so viele Spekulationen auf, wenn irgendwie das Hemd zur Sprache kommt. Also man könnte jetzt hier, ne? Bitte, bitte, das ist keine Empfehlung, wirklich nicht, ja. Also ich wäre eigentlich schon eher fast ein Freund davon, das Ding nur zu shorten, auch wenn er irgendwie gerade nach oben drückt. Wir sehen hier, da ist halt auch die Frage, wie lange hält das hier im Orderbuch? Ich will das jetzt nicht zu groß aufblasen, weil nachher sehe ich nämlich nichts mehr. Aber mal ganz kurz, hier 30 Orders, jeweils 60 Orders liegen da im Orderbuch. Wenn die gefressen werden, natürlich da oben, dann geht es natürlich halt auch durchs Dach, ne? Das ist halt klar. Ich mache aber hier Break-Even Safe. Wie gesagt, bitte echt nicht nachmachen. Ja, die Position ist auch überschaubar, wie ich finde. Und verschmerzbar, wenn es daneben geht. 30 Punkte mit 2,5, 50 mit 2,5 sind aber trotzdem, ne, halt immer noch 125 Euro und muss man nicht unbedingt irgendwie mit Absicht versenken. So, aber er kann eben, wie gesagt, er kann genauso gut jetzt nach oben auch durch. Ja, wenn halt eben da oben die Dinger aufgesaugt werden, die Short Orders, dann wird er natürlich abheben, ne? Also das heißt, wenn da ein Käufer kommt und die Dinger hier wegbläst, wobei dann die Frage ist, kommt dann da noch was hinterher, ne? So, Also wenn, sollte man das Risiko. irgendwie ganz knapp hier drüber legen, über die Orders, wenn man das unbedingt so machen will und dann halt gucken, ob er es wirklich macht. So, ich lege die mal hin als Stop Order beidseitig. Ja, das ist das Problem, ne? Ist halt natürlich dann hier der Spread zu. Was passiert hier? Wieso geht der da durch? Ja, Phil, ein bisschen nicht so clever, ne? Der war nix. Das war nix. Aber das ist halt eben die Gefahr dabei, ne? Also, wenn wir hier das Ganze in zwei Richtungen haben und der Phil war echt leider ganz schön mies irgendwie gerade. Das hätte so jetzt nicht unbedingt sein müssen. So, aber er hat halt hier einfach jetzt auf der Unterseite erstmal nur die ganze Nummer angetestet. Man kann jetzt hier, wenn man das irgendwie mit Gewalt irgendwie durchprügeln will, kann man natürlich auch hier nochmal nachgehen und dann mal sehen, ob man dann da oben rauskommt. Das ist dann tatsächlich halt natürlich jetzt hier auch so ein bisschen die cleverere Variante, das erstmal so zu machen. Break-even-safe mache ich mal kurz weg.
Das bringt mich jetzt hier nicht weiter, weil dafür ist der Markt dann doch irgendwie zu spritzig unterwegs. Ich sehe gerade, gekostet hat die ganze Nummer fast nichts. Ist hier gerade nebenbei auf dem Handy auf, das ist okay. Aber trotzdem war der Fill natürlich jetzt nicht so nice, ne? So, hier 5 Punkte Trail Distance mit TA6. So, hier, das ist ein Trigger aus dem H1, das ist ein altes Level. Da würde ich jetzt einfach gucken, dass wir da oben irgendwie durchgetrailt kriegen. Dann hier ein paar Punkte mitnehmen und dann ist gut. So, und weiter weiß ich nicht, ob das jetzt im ersten Impuls irgendwie sein muss, ne? Ich muss jetzt nur gerade mal gucken, weil eigentlich sieht das irgendwie hier. Ja, ne? Gut, okay. Hier der eine, der ist daneben gegangen, der andere dann halt jetzt plus, also okay, ne? Das ist halt immer die Gefahr dabei, wenn man halt den ersten dann halt irgendwie direkt macht, dass der dann natürlich eben dann auch mal so zucken kann und dass halt eben der dann direkt mal ausgestoppt. Aber ist okay, ja. Also ich meine, das Ding, selbst wenn man es jetzt ja so gemacht hat, ich war ja immer hier mit gleichbleibender Positionsgröße, hat man gesehen, ne, dass halt eben der zweite Anlauf der beste war, der bessere war. Aber auch selbst wenn man es genauso gemacht hat, was ihr natürlich nie machen würdet, mich einfach nachhandeln und dann ist man jetzt hier im Plus. Ne? So, 200 € hat das letzte Ding gebracht und fein ist. Also dann irgendwie in Summe 80 Punkte. 80, ja, ne? Genau. 2,5 Kontrakte mal 80 sind 200 €. So, wer war dabei? Wer hat nicht gehört? Es ist so still hier. Bin ich überhaupt noch online? Ja, sicher. Okay, gut. So, gut. Diametral dabei. Was ist das denn? 70 Punkte, sehr schön. Diametral. Okay, das heißt zwei Richtungen. Auch gut. Nur bei Short, kurz geschwitzt, ja. Ja, das ist halt, ne? Also wir hatten ja auch schon irgendwie Bewegungen, die waren halt deutlich netter, ja. Aber hier ist halt klar, ne? So irgendwie. Der rennt nicht einfach jetzt komplett nach oben weg. Deswegen bin ich auch jetzt hier an dem nächsten, einfach dem Level da oben raus. Und wie man sieht, war das ja auch ganz gut erwischt. Warum rennt der nicht einfach weg? Es ist wirklich so profan einfach manchmal, weil der hier gegen den fallenden SMA20 läuft. Das kann man jetzt für komplett verrückt halten, ja. Aber wenn ich, aber das, ich, das kann, das ist aber eine Geschichte, die kann ich wirklich jedem empfehlen, sich zumindest das mal genau anzugucken. Wenn der Markt versucht, ja, das Timeframe ist völlig Wumpe. Wenn er aber versucht, hier gegen den fallenden SMA 20 zu steigen, dann kriegt er immer darüber irgendwo eins auf den Deckel. Natürlich kann es sein, dass die Kerze jetzt trotzdem irgendwie dann später da oben irgendwo schließt, ja, aber solange das Ding fällt, rennt der nicht weg. Das ist, ich weiß nicht, also ich behaupte mal, das sind ja auch Algos, die auf irgendwas getrimmt sind, was damit zu tun hat, aber das ist ja nichts anderes als irgendwie der SMA 20 in kurzfristiger Trend. Ja, vom Durchschnittskurs. Mehr ist es ja nicht. Und das ist halt relativ verlässlich, ne? Also mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Und wenn man dann halt irgendwie, da kann man da dagegen halten, habe ich ja gerade gemacht, ne? Aber dann eben auch hier oben raus, direkt wo ich dann weiß, okay, die Linie da oben ist nicht umsonst da, die habe ich schon irgendwie vor längerer Zeit mal eingezeichnet. Und wenn man sich das jetzt hier mal anguckt, ohne dass ich es vorher geprüft habe, beziehungsweise gegengeprüft habe, das sieht man ja hier. Hier war ja auch schon mal eine Trendwelle und ne, wo er auch versucht hat, hier drüber auszubrechen. Hier höheres Hoch, die Kerze da vorher nach unten irgendwie weggedrückt und runter. So, infolgedessen ist das halt hier jetzt einfach nur der nächste Widerstand. Ja, so, dass sich jetzt hier mit dem alten Level hier zusammenhält, hängt. Wie gesagt, ich weiß schon gar nicht mehr, woher die kommt, aber ich habe immer so die Angewohnheit, so Levels, die halt wirklich funktioniert haben, die lasse ich dann halt eben auch drin. Und lustigerweise funktionieren die dann halt auch wesentlich später immer noch mal. Ne? Das hängt wahrscheinlich auch einfach mit Algos zusammen, weil so, wie soll ich das sagen? Also aus Programmiersicht, ja, würde ich mir ja auch, oder wenn ich versuchen würde, das Ding so ein bisschen künstlich intelligent aufzubauen, da würde ich ja auch mir irgendwo merken, was hat gut funktioniert, wo waren Käufer, Verkäufer, wo war Volumen? Also merke ich mir das doch mal. Ne? So würde ja generell halt eine KI funktionieren. Aber ich will hier gar nicht zu weit gehen, sondern einfach vom menschlichen Aspekt her, da wo es mal gut war, ist es wahrscheinlich auch wieder gut. Oder halt noch einfacher aufs Trading übertragen, wo Käufer waren, es werden Käufer sein, wo Verkäufer waren, werden Verkäufer sein. Ne? Und das ist ja nichts anderes hier an der Stelle. So, und ob der jetzt darüber rauskommt, das weiß ich nicht. Er könnte natürlich jetzt hier nochmal irgendwie im
in 5 Minuten einen Impuls 1 draufsetzen, könnte versuchen, dann halt eben auch hier durchzupreschen. Ne? Und aber weiß ich nicht, ich würde hier auf jeden Fall jetzt erstmal nicht mit einer größeren Size da reingehen, sondern da jetzt mal abwarten und Zweifelsfalle dann tatsächlich, wenn hier kein neues hochkommt, dann doch lieber wieder Short. Und weil hier auf der Unterseite, das war so ein bisschen schade, fand ich, ne? Weil der Short hier lag ja eigentlich schon recht gut. Ne? Der ist halt nur nicht gut gefüllt worden. Den hätte man vielleicht im Future machen müssen. Das wäre vielleicht klüger gewesen. Das ist normalerweise, wenn der Markt jetzt hoch genug gestanden hätte, weit über dem Tagestief, dann wäre das kein Problem gewesen wahrscheinlich. Dann wäre der halt hier einfach dann auch 100 Punkte weitergelaufen. Man hätte gemütlich den Stop ziehen können und alles ist gut. Das haben wir auch schon mal gehabt. Da war irgendwie auch in einer Minute irgendwie hier mit 10 Kontrakten 200 Punkte runter. Das vor ein paar Monaten war das. Da ist aber der Markt auch oben gestartet. Da war der Fill auch nicht klasse. Und sondern auch relativ verzögert mit recht viel Slippage. Was aber, das muss man ja auch fairerweise sagen, nichts mit FX Flat zu tun hat, sondern es ist ja der letzten Endes der Liquiditätsprovider muss ja auch gucken, wo er die Position im Markt kriegt. Und wenn da halt eben nichts ist, ja, also selbst wenn die jetzt zum Beispiel halt dann den Überhang hedgen oder die direkt abwickeln oder wie auch immer, da ist einfach nichts im Orderbuch. Und da sind einfach keine Kontrakte, die man halt irgendwie dagegen stellen könnte. Von daher ist das natürlich dann auch völlig legitim. Und war vielleicht dann von meiner Seite ein bisschen kurzsichtig gedacht. Ne? Also hier übers Tagestief hinaus. Aber okay, ist so. Ne? Also, aber trotzdem ist die ganze Geschichte ja dann aufgegangen. Also hier 70 Punkte plus, 40 Punkte plus, 40 Punkte plus im Rücklauf und noch einer Short. Aber das war ganz schön verhalten. Also nochmal, ich habe hier auch schon gesehen, wo irgendwie so 50 Leute dann geschrieben haben, ja, ich war dabei. Aber es war jetzt auch nicht so viel. Ne? 80 Punkte, das ist nicht so wahnsinnig viel. So, jetzt ist die Frage, kommt man hier noch irgendwo rein? Kriegt man hier noch einen zweiten Trade hin oder eher nicht? Also es ist so ein bisschen schwierig. Ich sehe halt, das ist natürlich jetzt schade, dass halt viele jetzt erst später dazu gekommen sind und die haben natürlich den Trade dann auch schon verpasst. Und das könnte halt dann jetzt für die so ein bisschen langweilig werden, wenn ich jetzt hier anfange, dann irgendwie eher zu erklären, was das jetzt nachher noch werden könnte. Weil wenn ich hier nichts mehr finde, dann finde ich halt nichts mehr. Ich kann es ja nicht erzwingen, so gerne ich würde. Man kann halt hier jetzt auch mal ins Buch vielleicht einfach mal reingucken. Warum habe ich eigentlich den VPOC hier nicht am Start? War das würde ich mal ganz kurz machen. Eine Sekunde mal eben. Ich muss nämlich hier nur dann ganz kurz mal den Bildschirm wegblenden, bin aber noch da. Ups, nicht die Beta, Moment. Weil ich habe das nämlich heute Morgen alles installiert. Übrigens neue Version gestern Abend nochmal online gestellt von allem. Ein größeres Update, oder? Nö, das ist halt von dem Pre-Release. Ne? Also diejenigen, die das Pre-Release halt haben, die dürfen dann halt auch gerne nochmal, wenn sie Problemchen hatten, nochmal updaten. So, hier der VWAP, wo haben wir den denn? So, hier unten. Ne? So, da ist er natürlich, wenn der Orkan das gehandelt hätte, hätte sich auch gefreut, ist nämlich einfach nur in den VWAP reingelaufen, dort abgeprallt und dann jetzt nach oben. Das ist ja nichts anderes als der volumengewichtete Durchschnitt. So, das heißt, wir schweben jetzt hier so ein bisschen über der VA, das heißt über der Value Area. Wenn man jetzt mal rein davon ausgehen will und sich da orientieren will, was natürlich jetzt nicht so einfach ist, im Short-Trend sich mal eben da oben drüber zu etablieren. Von daher kann es natürlich schon sein, dass der halt gleich nochmal runterkommt und dann hier nochmal ans Tagestief als Beispiel von gestern dann halt eben da dran läuft, weil da sind wir auch ziemlich sportlich irgendwie durchgegangen und wäre schon okay, dort auch mal sich abzustützen. So, weil hier stehen wir jetzt irgendwie über dem Kassaschluss von gestern. Da passiert jetzt erstmal, so wie es aussieht, nicht so wahnsinnig viel. Er würde gerne hochziehen, aber ob das dann funktioniert, steht irgendwie dann doch natürlich wieder auf dem anderen Blatt. Im Buch sieht man gerade nichts. Das wollte ich ja eigentlich gerade sagen. Man kann ja mal ins Buch gucken, was da passiert. Da ist nichts. Ne? Das ist also relativ ausgeglichen. Und da ist jetzt nicht wahnsinnig viel zu erkennen. Footprint wäre jetzt natürlich auch schick, aber ich glaube, der erzählt uns jetzt auch nicht
so viel mehr als das, was wir hier sehen. Wir machen keine neuen Hochs irgendwie gerade. In 5 Minuten laufen wir hier einfach nur gegen die letzte Eröffnung. Ist das Bild eigentlich flüssig? Muss ich mal fragen. Oder ist es halt eher so ganz schön abgehackt alles? Ja, also kommt mir jetzt nicht so rüber, aber sollen Okay. die Teilnehmer gerne Feedback geben. Ja. Also es hat hier echt so ein bisschen choppy, ne? Also man sieht ja irgendwie rauf, runter und irgendwie nichts Konkretes. Jetzt hier irgendwie einfach reinzudrücken. Also wenn dann Short, ne? Das ist so das, was ich die ganze Zeit überlege, kommt man hier irgendwo Short noch sauber rein? Aber außer dass jetzt hier irgendwo die Hochs an der Stelle begrenzt und das natürlich halt hier echt so ein bisschen wenig ist, ne, dem Bereich. Ja. Sieht man halt jetzt nicht so wahnsinnig deutlich, wo da halt jetzt der Widerstand liegt. Wobei das natürlich jetzt so falsch nicht ist, ne, sieht man ja auch. Aber wenn dann, glaube ich, muss man das machen, irgendwie mit den letzten Sekunden von der 5-Minuten-Kerze und von der 15-Minuten-Kerze, dann macht das wahrscheinlich irgendwie mehr Sinn. Also wenn man das jetzt irgendwie unbedingt nochmal short handeln will. Ne? Ja, ich gucke hier gerade mal die Kommentare. Mir ging es zu schnell, das kann ich verstehen. Das ist ja das, was ich am Anfang auch gemeint habe. Ne? Ich zweifelsfrei bin ich da schon mal sehr schnell entschlossen. Und wie man ja auch gesehen hat, habe ich den Trade, als ich gesehen habe, wie der sich unten abgestützt hat, dann auch nochmal aufgemacht. Und das ist halt manchmal so. Ne? So, Bild gut. Streaming. Short bisschen höher, ja genau, ne, sehe ich auch so. Was ist dann Absturz? Wo ich mit dem Short heute noch hin will, also hier unten, also wenn ich den jetzt hier nochmal irgendwie greifen sollte, ja, will ich damit eigentlich nicht weit, als irgendwie hier nur unten, also wenn man jetzt hier mal irgendwie sich das anguckt, wir haben eine Grenze da oben, ja, muss hier irgendwie zweimal klicken, eine Grenze da oben. Und wir haben eine Grenze da unten. So. Und das könnte halt eine Range werden. Und ich habe ja gerade gesagt, wo wir für meine Begriffe so ein bisschen entschlossen durchgegangen sind, das ist halt hier durch das Tagestief von gestern. Da könnte der eigentlich auch nochmal ganz entspannt hin zurücklaufen. Und viel mehr würde ich dann auch gar nicht wollen. Ne? Und das heißt, ob man das jetzt hier dann auch irgendwie mit einer ganzen Size macht, ich weiß es nicht. Ich hab irgendwie keine Lust, den Trade von eben halt komplett zunichte zu machen. Aber deswegen mache ich es jetzt mal demonstrativ nur, ja. Also wenn man das jetzt als Beispiel machen würde, entscheidend ist halt hier für meine Begriffe jetzt erstmal der Bereich. Zeitlich entscheidend ist halt der letzte Impuls, ja. So, das ist jetzt hier nur ein Kontrakt. Das ist gerade mal ein Drittel von dem, was ich vorhin hatte. Und das eben war auch nur die Hälfte von dem, was ich eigentlich mache. Also nicht so wirklich tragisch, aber wenn ihr das macht, dann wäre halt das für meine Begriffe einfach nur ein plausibler Rücklauf, da unten nochmal auf das Tagestief von gestern, eben jetzt auch nur, weil er hier nicht weiterkommt. Ob man den dann jetzt hier wirklich dann auch noch skaliert oder nicht, ich weiß es nicht. Ne? Das ist so, wir kommen jetzt hier in die letzten Sekunden rein und oft hat man es ja eben, dass der Markt in den letzten Sekunden dann ja halt auch die Zeiteinheit dann fertig macht. Ne? Und ich sehe halt hier jetzt erstmal nur M15. Und den M5, mehr ist es nicht. Und wie man sieht, irgendwie auch in den letzten Sekunden kommt er hier irgendwie, wird es jetzt schön langsam. Das heißt, kann genauso gut sein, dass wir jetzt da oben wegrennen. Aber ich glaube halt trotzdem nicht, dass die Stunde mal eben da oben drüber weiterläuft. Ne? Selbst wenn die jetzt drüber schließen sollte, aber dass die mal eben so weitergeht, glaube ich noch nicht mal. Ne? Also, wie gesagt, das habe ich am Anfang ja auch gesagt. Weil die einfach gegen das fallende Teil da halt laufen, gegen den fallenden SMA 20. Und mir ist da halt irgendwie nicht so wirklich zu erkennen. So, und hier irgendwie klemmt er halt gerade ganz schön. Dann würde ich halt auch nur, wenn er jetzt halt irgendwie mal runterkommen sollte, nochmal ein paar Punkte auch relativ schnell absichern. Weil das wäre dann echt nur ein Scalp. Ne? Der kann jetzt natürlich auch hier, falls das Level jetzt wirklich genau sein sollte, da auch nochmal kurz dran laufen. Das kann man vielleicht mal irgendwie kurz aushalten. Gucken, wo wäre das? Bei 310. Ja, das ist genau knapp über dem Stop-Loss. So, hier sieht man,
Da zumindest verrät das Buch mal so ein bisschen, dass da noch einer auf unserer Seite ist. Ob der jetzt echt ist, das wird man dann halt sehen müssen. Ne? Nämlich indem die Order oben einfach stehen bleibt. 200 Kontrakte ist natürlich eine Ansage, aber die können natürlich halt auch fake sein. Ne? Aber das ist natürlich, das wäre jetzt auf jeden Fall genau das Level. Nicht dahinter, auf gar keinen Fall, sondern halt irgendwie eher knapp davor, wo man dann vielleicht dann auch eine Skalierung dann halt reinbringen könnte. Und darüber macht dann eigentlich gar keinen Sinn mehr. Darüber ist dann halt ganz klar Short angesagt. So, aber die Order haben auch irgendwie andere gesehen. Zumindest erzählt uns der Markt das von seinen Bewegungen gerade, dass da halt wir nicht die Einzigen sind, die das mitbekommen haben. Mal gucken, ob wir jetzt da unten durchdrücken. Ich würde den aber halt dann auch relativ schnell absichern. Aber das hier ist halt eigentlich wirklich nur so mit Mikroskalpell, ne? So für NFPs halt hier so eng, das ist. Aber da muss man schon irgendwie auch schnell sein, das Ding auch wieder rauszukriegen. Weil noch schwebt er hier über dem Point of Control. Warum da jetzt so viel Volumen ist, weiß ich natürlich auch nicht, ne? Aber es sammelt sich wohl ganz augenscheinlich da. Und das läuft natürlich jetzt halt hier gegen die Highs, die aber immer noch da sind, wie ich hier oben sehe, die Orders. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen 50-50, ne? Also von der Tendenz ist es halt, er würde gerne rauf, ja, aber ob es dann jetzt wirklich reicht, um da oben das wegzublasen, die 206 Kontrakte, das steht dann wirklich auf dem anderen Blatt. Aber das darf man auch nicht überbewerten, ne? Das kann halt auch immer fake sein. Also oft wird ja auch sowas dann auch gemacht, ist dann halt eben programmiertes Ding. So, sobald der Kurs halt irgendwie auch nur einen Kontrakt da wegnimmt, da wird der ganze Rest gelöscht. Ja? Also nur mal zum Beispiel. Oder halt, wenn da ein Punkt davor kommt, irgendwie. Und das ist so im Mikrosekundenbereich, spielt sich das halt ab. Das kriegt man nicht mit. Und wird halt eben nur dazu gemacht, ne, um dann halt eben den Markt halt unten zu halten. Und umgekehrt genauso. Ne? Heißt nicht, dass die unbedingt da oben gedreht werden müssen. Das heißt aber, wenn jemand natürlich jetzt hier dann sagt, na gut, wenn da oben 200 Kontrakte stehen, dann gehe ich hier unten mit 200 oder mit 300 Kontrakten rein. Dann hebt das Ding natürlich ab. Ne? Vor allen Dingen dann, wenn die Order gelöscht wird, dann stehen wir halt ganz schnell viel, 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 viel höher. Ne? Klar, weil das natürlich das Volumen nicht da ist, was da oben suggeriert wird, da zu sein. Ach komm, jetzt tanzt du hier nicht auf meinem Break-Even die ganze Zeit rum. Jetzt lass mich doch mal hier raus. So wird doch jetzt hier mal irgendwie ein paar Punkte noch reagieren können. Aber wie es aussieht, nicht. Ne? So, das hier der M2, da wäre jetzt halt auch, also ich finde den immer ganz nett, eben um Einstiege auch zu suchen. Vor allen Dingen im M1 sieht man es wahrscheinlich noch weniger, aber der ist halt nicht ganz so langsam wie der M5, aber nicht ganz so choppy wie der M1. Und da sieht man jetzt halt hier auch einfach nur SMA20, steht jetzt irgendwie gerade drüber. Die wird jetzt wahrscheinlich, der krabbelt natürlich hinterher, ne? Klar, so, da wird aber jetzt wahrscheinlich einmal kurz reinstechen und dann muss man halt sehen, was dann da unten passiert. So, da kann man natürlich auch den Trail hinlegen. So, einfach da unten hin. Wenn hier einmal durchstechen sollten, wovon ich aber mal irgendwie ausgehe, dann kann man halt sehen, ob man da noch ein paar Punkte hinterher kriegt oder nicht. Ne? Könnte man natürlich auch hier noch auf der Unterseite auch verlängern, den Trade, also hier ein bisschen ausbauen oder man nimmt jetzt hier den 1, 2, 3 Punkte mit. Aber hier halt auch, ne? Der M5 macht jetzt irgendwie gleich zu. Dann kann, versuch mal irgendwie ein paar Punkte, das Ding hier ein bisschen größer zu machen. Ich weiß nicht, ob es gelingt. So. Und ob man hier noch ein paar Punkte. Ja, okay, das ist zu knapp, ne? Aber generell, das kann schon noch aufgehen. Aber okay, waren dann jetzt ein paar Punkte extra. Also nochmal, wie gesagt, mehr als ein Skype sehe ich hier nicht. Kann auch jetzt sein, dass es jetzt macht, aber müssen das auch hier nicht unbedingt erzwingen. Ne? Also hier einfach nur ein Rücklauf bis auf das Vortagestief, weil das für meine Begriffe hier zu entschlossen gekauft wurde. Ne? So, 11 Punkte mitgenommen. Ja, okay. Ja, siehst du, doch schön. Ach, der Heiko ist auch da. Der Heiko war auch long. Siehst du, dann haben wir doch was. Was gehört verboten? Der Norbert, was? Da steht einfach, das gehört verboten. So. Ich habe jetzt natürlich den Kontext nicht mehr. Ah, die Fake Orders. Ach so, ja. Ja, ach, ich meine, im normalen Leben ist es ja auch so, ne? So, dann irgendwie,
Bei eBay Kleinanzeigen, was ist der letzte Preis, ne? Und dann kommt einer und sagt, ja, aber ich bezahle so und so viel. Und dann sagt der, ja, guck mal, der bezahlt so viel. Was bezahlst du denn? Ja, gut, dann bezahle ich halt auch so viel. Ja, dann kannst du haben. Der andere war dann nur Fake. Das ist ja wie im richtigen Leben, ne? So, gut. Also, Live-Trading, glaube ich, das war okay. Also, ich meine, das war jetzt hier nicht mehr viel. Ja, das ist natürlich nichts, ne? Aber okay, komm. Nochmal ein paar Punkte, irgendwie 4, 5 Punkte. Aber es wäre natürlich mehr gewesen, wenn man es mit der normalen Size direkt hier gemacht hätte. Dann waren es 11 und eben die 80 davor. Ich glaube, das ist okay. Klar, natürlich die irgendwie Minuspunkte darf man natürlich nicht unterschlagen. Das war ja halt hier der Kleine, ne, durch die, weil der ein bisschen blöd gefüllt worden ist. Das waren halt dann 45 Minuspoints, aber eben dann nachher 80 plus. Also alles in Ordnung. Nee, Quatsch, wir waren es gar nicht, oder? Ah doch, ja. Gut, also was wird die ganze Geschichte jetzt? Das ist natürlich jetzt die Frage. Dann versuche ich das mal hier damit dann auch abzuschließen. Also Live-Trade werde ich jetzt in dem Webinar hier keinen mehr machen. Aber schön, guck mal, wie der DAX, ne? Den hätten wir ja tatsächlich auch sehr, sehr nett da oben greifen können. Ne? Der läuft momentan irgendwie so wunderbar nach meinen Levels. Das finde ich ja sehr, sehr angenehm natürlich. Aber der Dow halt auch, ne? Nur eher im Daily. Hier sieht man die 988. Aus dem Daily bei mir, das war ja wirklich eine Punktlandung, beziehungsweise auch ein sauberer Entry. So, aber was wird die ganze Geschichte? Ich habe es ja vorhin schon gezeigt, mache das nochmal hier im Weekly. Es könnte halt einfach so laufen, ne? Das ist so ein bisschen nervig. Also erstmal hier, dass es jetzt noch weiter hält, ja. Und dass wir dann eben nochmal laufen, da oben bis an die letzten Lows, ne? Das sieht man, die sind ja schon relativ markant. Da oben, dieses Level, die 32668, das könnte halt schon nochmal passieren. 32668, wenn man das halt hier mal einzeichnet, die sind wahrscheinlich eh da. Ja, ne? Also hier letzten Endes auch nichts anderes als diese fette Linie, beziehungsweise die Oberseite von dem, was man halt hier als Zone sieht. Ich mache es mal ein bisschen größer. Das heißt, das könnte kommen. Wäre relativ plausibel, ja, dass wir halt eben nicht jetzt irgendwie direkt im ersten Anlauf hier den restlichen Monat halt irgendwie verkaufen. Ne? Und das heißt, also dass wir vielleicht, aber das ist halt erstmal nur, ne, eine reine Vermutung. Das ist einfach aus der Erfahrung heraus, wird der Markt halt versuchen, ne, weil es halt hier, da waren die Lows, da halt auch nochmal verkauft, ja, und dann geht natürlich hier erstmal auch der Druck raus, weil wir halt hier einfach im Bereich stehen, wo halt relativ wenig passiert ist. So, und dann geht der Druck raus. Und das heißt, dann läuft da halt in der Regel an auch nochmal an das gebrochene Low zurück. Ja, und das wäre dann halt eben dieser Bereich. Dann kommen natürlich die, die sagen, oh, guck mal, Phishing. Ja, und versuchen den nochmal ein Stück höher zu kaufen. Dann würden wir auch nochmal hier drüber wegkommen. Und vielleicht sogar nochmal bis an die Eröffnung oder sogar über die Eröffnung von gestern. Und dann muss man halt sehen, okay, war das jetzt wirklich Phishing? Oder, also entweder dreht er wahrscheinlich drüber, oder drunter. Aber den hier genau einzugrenzen, ist schwierig, aber bedeutet dann im Umkehrschluss, wenn man das für heute jetzt einfach mal übernimmt, es kann schon sein, dass es heute noch ein paar hundert Punkte nochmal drauf geht. Was dann passiert, who knows. Aber das ist halt erstmal so für mich, wo ich sage, ja, das ist schon irgendwie, wäre schon relativ plausibel. Außer es kommt jetzt natürlich, und das wird man dann ja auch nicht übersehen, ja, wenn dann halt eben nochmal Druck in den Markt kommt. Und wenn die Stundenkerzen plötzlich wieder länger werden und dann, so wie man das ja dann immer sieht, fängt irgendwie mit kleinen Kerzenkörpern an, die dann immer länger werden, ja. Und dann unten werden sie dann auch irgendwann wieder kürzer. Das heißt, wenn sowas nochmal kommt, dann sollte man über Long vielleicht nicht mehr so viel nachdenken. Was aber jetzt hier mittlerweile wirklich deutlich wird, ist halt die Stunde, die will halt hier oben drüber schließen. Und da sage ich halt, da wird man nachher den Entry, holt euch dann wirklich mal den SMA 20 ins Bild und guckt mal, ob hier nicht ein Entry zu finden ist, ja. Das wäre so mein Ansatz. Zumal wir hier halt auch da in dem Bereich, ne, auch hier die Widerstände halt haben, die gerade gekauft werden. Zwar nicht so deutlich sichtbar, kombiniert man das aber hier mit dem Low an der Stelle, ne, was ja auch erstmal gehalten hat, dann ist das, glaube ich, schon ein relativ interessanter Bereich. Und das heißt, wenn der halt nachher zur Eröffnung als Beispiel da hinkommen sollte, mal angenommen, fängt jetzt hier irgendwie an und dann macht das schon Sinn, irgendwie, dass der dann halt auch da reagiert.
Und dann hat man ja vor allen Dingen, auch wenn ich hier keine Glaskugel habe, aber auch einen überschaubaren Stop. Dann weiß man, okay, hier unten drunter, spätestens da fängt es halt dann eben auch an, wo man über Short, über Long mal noch mal ein bisschen deutlicher nachdenken sollte. Ganz klar, ne? Weil noch ist das Ding hier am Fallen. Und es wird auch mal erfahrungsgemäß erst dann anfangen zu laufen, wenn er sich wieder nach oben biegt. Und dann ist auch erstmal Schluss mit Short. So, vor 2 Tagen notierte Dow noch 1000 Punkte höher. Ja, ich weiß, ich weiß. Das war ja halt auch eben so, ne? Ja, der Plan. Das habe ich ja vorhin ja auch nochmal gezeigt, dass ich ja schon am Dienstagabend genau die Route, die er jetzt gemacht hat, oder fast ganz genau so vorgezeichnet habe, nämlich eben die 1000 Punkte runter. Ne? Von daher freut mich das natürlich, also zumindest unter dem Aspekt. Ne? Nur hier, dass dieses Hoch, das hätte für meine Begriffe zumindest bis da oben reinlaufen können. Ja, also hier an die 033, da hat ein kleines Stückchen gefehlt, nur hier oben. Und ansonsten ist ja wirklich exakt wie vermutet und beschrieben gelaufen. Da oben fehlt ein kleines, kleines Stückchen. Und der ganze Rest passt. Daher, ja. Gut. Kannst du bitte nochmal die Trades, welche Trades? Achso, die ich vorhin gemacht habe. Ja, klar. Habe ich aber ja auch gezeigt. Mal gucken, hoffentlich funktioniert das jetzt auch. Ja, da war ja der erste, ging ja in die Putz. Und die anderen haben ja dann funktioniert. Ne? Hier war dann der doofe Phil an der Stelle. Und da, der ist halt, bin dann leider ganz unten dann reingegangen erst, beziehungsweise da ist halt erst gefüllt worden, ganz hier unten, und da ist er hier oben nochmal raus. Und daher kommt hier der kleine, oder der doofe Loser, so klein ist der gar nicht so. Und dann halt hier long rein, nochmal manuell bis da oben hin, weil das eben hier zu diesem Level dann auch gepasst hat, hier im M15 dort raus, war fein. Und dann jetzt hier eben nochmal die 11 Punkte in klein, ne? Die eigentlich ein bisschen tiefer hätten sollen, aber das kommt schon noch, ja. Also bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass der jetzt gleich mal da unten hin nochmal gucken geht, hier aufs Vortagestief und dann vielleicht auch nochmal auf den VWAP, und dann muss man mal sehen, ob das Ding dann halt, wie das so auflöst. Aber schön zu sehen, dass das, was ich vorhin gesagt habe, dass das relativ verlässlich ist, ne? Hier versucht irgendwie über einen fallenden SMA20 da halt irgendwie oben zu schließen, und habe ich ja vorhin gemeint, wenn da ein Widerstand ist, hat man eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Ding dann auch aufgeht. Manchmal ist es ganz simpel. Gut. So, den DAX. Den DAX, ja. Der wird halt heute natürlich wegen den NFPs, also in letzter Zeit dackelt er dem Dow ja nicht viel nach, ne? Aber wegen den NFPs können das dann schon machen, wobei man hier auch sieht, der hat immer noch keine Lust für runter. Es ist unglaublich, wie stabil das Ding da oben rumhängt. Also hier im Daily. Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. So, und das heißt, ich würde vermuten, wenn der Dow diese Bewegung macht, also die ich hier im H1 eingezeichnet habe, dass der DAX nochmal darauf rennt, bis in die rote Zone, nochmal irgendwie 15, knapp unter 15.600, und dann halt höchstwahrscheinlich halt hier irgendwo in der Mitte dann halt schließen würde. Also was natürlich auch davon abhängt, was im Dow dann hinterher käme. Aber dass der jetzt mal eben komplett da oben jetzt auch wieder drüber schließt, glaube ich nicht. Also in die rote Zone rein, Richtung 600 oder auch drüber. Und dann nochmal hier irgendwo, wo wir jetzt gerade stehen oder in der Nähe von der Eröffnung schließen, das ist legitim. Also alles hier in diesem Bereich, von der 451, 15451 bis 15547, alles dazwischen ist als Schlusskurs für meine Begriffe erlaubt. Aber auch hier gilt, ne, wenn wir halt darunter fallen sollten, hier unter dieses Tief, was er da vorhin ja relativ deutlich gezeichnet hat, ne? Dann wird es natürlich dann auch kritisch mit Long, aber das muss auch erstmal gelingen. Also relativ sicher ist für meine Begriffe, dass wir hier jetzt gleich in dem ganzen Bereich hier unten drunter auch Käufer sehen werden. Ne? Weil halt eben aus mehreren Aspekten, A, es ist gerade ziemlich deutlich gekauft worden, B, wir haben halt hier die ganze Zeit Widerstand gehabt. Hier 1 Stunde, 2 Stunden Kerzen, 3, hier nochmal dagegen gelaufen, nochmal darunter geschlossen, und das Ding ist jetzt gekauft worden. Und dann ist das natürlich halt hier das relevante Level, am relevantesten, sagen wir es mal so, ja.
Und glaube ich nicht, dass das einfach rausgenommen wird. Das heißt also, wenn es ein schöner Entry wird, werden könnte, dann halt hier nochmal bis dahin. Moment, mal gucken, was das für ein Level ist. Kurz mal nummerieren lassen. Also die 428, ne? Das wäre für meine Begriffe irgendwie so das Interessanteste hier, wo man nochmal hin könnte und dann halt eben versuchen, oben nochmal dran zu laufen. Das wäre so mein Ansatz. Gut, so, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und alle zufrieden und es hat keiner was kaputt gemacht. Und ja, viel mehr kann ich jetzt auch gar nicht mehr sagen, außer dass ich hier aus der Kamera irgendwie gerade rausfahre, sehe ich gerade, habe ich die ganze Zeit gar nicht im Blick. Aber war auf jeden Fall sehr, sehr nett, wie der NFP ist. Der Nelson hat auch fast recht gehabt. Es gab auf jeden Fall Bewegung. Leider ein bisschen doof, wie gesagt, für den Phil. Aber so ist das halt manchmal. Aber alles andere hat ja dann trotzdem noch funktioniert. So, von daher bin ich natürlich jetzt erstmal auch soweit Und zufrieden. Longshot. Nelson, ich hoffe du auch. Ich war sehr zufrieden mit deiner Leistung heute, mit dem Webinar hier. Nein, vielen Dank, Dirk, für das Webinar heute. Ich glaube, hier Feedback im Chat kannst du ja auch das Feedback, das positive Feedback sehen. Wie immer hat es Spaß gemacht hier, NFP. Vielen, vielen Dank, dass hier so wirklich wieder mal zahlreiche erschienen sind. Wahnsinnig viele Leute hier sind. Ja, Und war richtig viel los, echt mega, danke. Ich freue mich ja, immer wieder, du hast. Nelson auch immer wieder. Sorry fürs Unterbrechen. Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, hast ja recht. Also wirklich, das macht echt Spaß so und insbesondere für dich auch. Und vor allen Dingen vielen Dank für die Treue. Viele Namen hier lesen wir ja schon seit Jahren. Und ja, ich wünsche einen erfolgreichen Tag noch, falls Sie heute noch handeln. Und selbstverständlich dann auch ein schönes Wochenende, wo man durchaus mal wieder ein bisschen abschalten kann und die Börse mal Börse sein lässt und dann am Montag wieder frisch neu startet mit neuer Energie. Dirk, dir auch selbstverständlich ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, bleibt alle gesund und wir sehen uns am 20. oder 21., also in 2 Wochen wieder, 2,5 Wochen wieder zum Live-Trading am Dienstag, 8:15. Würde mich freuen, wenn Sie auch da wieder mit dabei sind. Bis dahin, alles Gute, vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.